Mann, Leute, das geht. Also, wir sind hier gerade in so kleinen Beach Hut. Nicht am Beach, in Oslob. Wir sind gerade aufgewacht und hatten ungefähr so eine Kakerlake direkt über unserem Kopf. Gott sei Dank haben wir es heute Nacht nicht bemerkt und ich habe auch keine im Gesicht bemerkt. Das war auch die erste, die wir jemals hier gesehen haben und wir haben auch überhaupt nicht damit gerechnet, weil es eigentlich gar nicht dreckig aussieht, aber. Ja, weiß auch nicht. Die treiben sich hier anscheinend rum, die kleinen Ficker. Und jetzt steigen wir gleich auf unser Moped hier, fahren in die Richtung, suchen uns ein Boot, das uns aus Wasser fährt, mit wahrscheinlich noch ein paar anderen Leuten und dann sehen wir hoffentlich ziemlich riesige Fische. Und zwar die größten Fische der Welt. Bist du aufgeregt? Ja. Ja. Ich bin nicht so, ich bin voll müde. Ja. Aber ich hoffe, es klappt alles, so wie wir uns das vorstellen. Wir haben nämlich nichts gebucht oder so. Und dann geht's los. Ich muss pinkeln. Jetzt bin ich doch aufgeregt. Okay, los geht's, Leute. Okay Leute, also das waren gerade die Bilder, die wir euch gerne gezeigt hätten oder wie wir es uns gewünscht hätten, wie es gewesen wäre. Aber war leider nicht so. Also erstmal, die Tiere sind schon ziemlich riesig. Und die sind auch wirklich cool. Ja. Also vor allem, wenn sie so unter dir lang schwimmen und so oder in der Ferne so im Wasser. Das ist wirklich, also sieht aus wie so ein Riesenhai, der da lang schwimmt. Das ist schon richtig, richtig cool. Also die Tiere. Sorry übrigens für die coole Musik hier im Hintergrund, die haben wir nicht extra angestellt. Die Tiere sind schon richtig, richtig schön und echt groß. Ja. Also wirklich groß. Genau, dann schwimmen die so ganz langsam und. Doch wie ein Hai, ne? So ist es schon. Ja, es cool. war schon echt cool. Die Tiere sind cool. Ja, aber alles andere ist überhaupt nicht cool gewesen. Also es war. Erstmal so voll, es waren eine Milliarde Leute da. Oh mein Gott, das waren. Man war zu zehn, glaube ich, im Boot oder so. Boot, genau, und es sind bestimmt gleichzeitig. Also, wir waren mit in der ersten Gruppe quasi. Und wie viele Boote sind da draußen? 20 oder so locker. Ja. Und dann wird hier quasi, da draußen warten schon so die Fischer mit ihren. Die Fischer. Irgendwelche Leute, die die Haie füttern. Und dann wird dir quasi dein Hai zugeteilt. Also, Boot 66 kriegt Walhai 35 so ungefähr. Genau, und, da und der wird dann die ganze Zeit gefüttert. Genau, und dann, also der füttert immer einen nur. Also, meistens ist es nur einer, der da ist. Und davor hält dann dein Boot aber relativ nah. Ja, ne? Schon also ziemlich nah. Vielleicht so 4 Meter von dem Boot weg. Ja. Und dann springen dann alle ins Wasser. Genau, dann springen alle ins Wasser und dann geht's los. Ja. Oh mein Gott. Und das ist so stressig. Du musst ja die ganze Zeit aufpassen, dass du nicht irgendeine Finne ins Gesicht bekommst. Und du willst ja auch irgendwie nicht zu nah ans Tier dran, weil man ist so nah dran. Und ich muss sagen, es ist überhaupt nicht cool, so nah dran zu sein. Es ist viel zu nah. Und es war viel geiler, den so in der Ferne unten schwimmen zu sehen oder so, anstatt dass halt die ganze Zeit. Also es ist wirklich nah und riesig, ne? Aber er schwimmt halt die ganze Zeit nur nach oben. Frisst irgendwie und es ist überhaupt nicht natürlich, sag ich mal, sondern ja, es ist, also die besten Momente waren wirklich für mich oder die einzig schönen, wo die unten so lang geschwommen sind und der Rest war so, boah, links Leute, rechts Leute, dann nicht zu nah dran und dann jeder will ein Foto machen mit seiner GoPro, alle hängen da, versuchen sich vor den Wal irgendwie super cool hinzugleiten. Ja, und du hast 30 Minuten Zeit, um das genau, 30 sagen. Minuten, danach holt er dich wieder ins Boot. Und dann kam so ein Walhai und wir wollten so hinterher schwimmen und er so, nee, nicht hinterher schwimmen, der hier gehört euch so ungefähr. Und das war nicht cool. Also für einen selbst, muss ich schon sagen, war es schon super stressig und anstrengend und kaum schön. Wie war das dann für das Tier? Genau, ne? Das wollte ich auch sagen. Also die sagen zwar vorher, ist das so eine Einweisung, die sagen, fasst sie nicht an. Keine Sonnencreme auftragen, legt Sachen ab, damit es nichts verliert oder so. Also die, ich weiß nicht, die tun so oder die versuchen schon irgendwie das Tier zu schützen.
Aber man muss sagen, man fährt so nah dran und es sind so viele Leute. Es passiert auf jeden Fall, dass man trotzdem mit der Finne oder so die Haie trifft, glaube ich. Bin ich mir schon ziemlich sicher, so nah wie das war. Das passiert bestimmt öfter, weil die halt auch riesig sind und die Finne geht so nah an dir vorbei und so. Die hatten auch so ein paar Stellen, manche Haie, aber ich weiß jetzt nicht, ob das von der Finne kommen kann oder nicht. Also kann auch sein, dass es natürlich passiert. Ich meine, das sind ja wildlebende Tiere so, die verletzen sich bestimmt mal. Das will ich jetzt nicht vorwerfen. Das mit dem Füttern, keine Ahnung, kann ich nicht einschätzen, ob das schlimm fürs Tier ist oder nicht. Ich meine, die werden nicht an alleine gehalten oder so, die kommen freiwillig dahin. Und zum Beispiel in Australien, bei Monkey Mia, da werden auch Delfine angefüttert. So, da beschwert sich auch keiner, ich weiß nicht, also ich kenne mich da nicht aus. Ja. Vielleicht ist es, belehrt mich eines Besseren, vielleicht ist es das Schlimmste überhaupt oder so. Aber ich muss sagen, wenn es für mich schon so stressig war, dann muss es für die Tiere bestimmt auch ziemlich stressig sein. Und die sind wirklich... Obwohl, sie kommen freiwillig, theoretisch. Ja, die kommen ja wegen dem Essen und die wollen ja... Und ich glaube, die Petit, warum sollen die dann noch jagen gehen quasi, wenn die auch so Essen kriegen, weißt du? Wahrscheinlich der Instinkt stärker. Ja. Aber es muss schon stressig sein, irgendwie, wenn man jeden Tag das so macht. Also, wir, uns hatten vorher auch ein Kumpel gesagt, der hat das in Australien gemacht und hier. Und meinte, hier ist es nicht so geil. Aber wir müssen zugeben, wir haben... Ja, wir haben uns vom Geld abschrecken lassen, das rein ist, $400 ist halt doch viel und wir dachten, wir probieren es hier, aber ich muss sagen, war eine falsche Entscheidung. Ich will euch jetzt nicht sagen, macht es auf keinen Fall, weil es ist irgendwie frech zu sagen von uns. Ich meine, wir haben es auch gemacht und jetzt tun wir so, ja, macht es auf keinen Fall. Ich kann verstehen, wenn ihr die Tiere sehen wollt, das sind krasse Tiere, aber also es ist kein schönes Erlebnis gewesen, muss ich sagen. Und trotz dass die Tiere da waren, würde ich es auf keinen Fall nochmal machen und ich würde es auch nicht unbedingt empfehlen. Ich würde es empfehlen, woanders zu machen, wo es natürlicher ist, wo ihr mit 10 Leuten ins Wasser geht, wo ihr die Tiere schwimmen seht, im natürlichen Environment, sag ich mal, und das nicht so, also es ist, ja, war nicht so cool, ehrlich gesagt. Also ich hatte danach, ich bin nicht aus dem Wasser gekommen oder wir beide und dachten so, boah, richtig geil. Das wollte ich nur noch kurz mal sagen, damit ihr wisst, worauf euch einlässt und ich weiß, man will es wahrscheinlich nicht hören, wenn man was vorhatte, ich wollte es auch nicht hören. Aber im Endeffekt muss ich sagen, also ich so schlimm hätte ich es mir niemals vorgestellt. Ich dachte so, ja, ein auf Tierschützer und so, es ist, sollte man nicht machen, aber es ist echt nicht geil. Und für die Tiere dann bestimmt auch nicht. Aber... Jetzt gehen wir nach zu... Genau, wir waren schon gerade bei so einem Wasserfall, der ist so krass und wir hatten die Kamera nicht dabei und deswegen fahren wir jetzt natürlich nur für euch nochmal hin und machen ein paar geile Aufnahmen, weil der Wasserfall... Mit Sonnenbrille, ganz ehrlich. Ja, genau, deswegen fahren wir jetzt nochmal hin und der Wasserfall ist richtig, richtig schön und hier im Video. Also beenden wir das Video mit was Schönem. Genau. Auf geht's. And see.